Es regnet. Das ist ganz schlecht. Der missratene Sohn. Wenn ihr euch über einen Gefangenen lustig machen wollt, dann überlegt euch das besser noch einmal. Ich werde bald diesem Pranger entkommen sein. Und dann müsst ihr euch in Acht nehmen. Sie haben vielleicht nicht genug Beweise, um mich festzuhalten. Aber das heißt nicht, dass ich kein gefährlicher Verbrecher bin. Oh, welches Verbrechen wird euch vorgeworfen? Sie sagen, ich wäre nachts in Jirins Eisenhütte eingebrochen, um dort alles auszurauben. Aber sie haben keine Beweise. Außerdem wird mein Freund für mich aussagen. Ich war die ganze Nacht in seinem Haus und habe Met mit ihm getrunken. Oder wie auch immer. Es könnte eine gute Idee sein, sich der Schornhelmwache ranzuschließen. Sie können euch gebrauchen. Und mich umbringen lassen? Das kann ich nicht. Mein Vater ist vor 15 Jahren zurück unter die Erde gegangen. Ist er nicht. Und meine Familie braucht mich hier. Meine Mutter wäre am Boden zerstört und meine Schwester verdient nicht genug Gold, um für sich selbst und geschweige denn sie beide zu sorgen. Gold ist doch kein Problem. Glaubt ihr das? Ich habe gehört, was Martin gesagt hat. Er ist entweder völlig wahnsinnig oder unglaublich naiv. Sein ganzes Leben war er ein Unruhestifter und er wird dem Pranger nicht allzu bald entkommen. Habt ihr denn irgendwelche Beweise gegen ihn? Mehr als genug. Wir haben im Schlamm vor dem Fenster, durch das die Diebe eingestiegen sind, seine Stiefelabdrücke gefunden. Er steckt damit drin. Ich bin mir nicht sicher, ob er allein war, aber er war auf jeden Fall dabei. Dieser Freund von ihm, dieser Olivier, ich vermute, dass er auch in die Sache verstrickt ist. Ist das der Freund, von dem er denkt, dass er für ihn aussagen wird? Das ist das Komische daran. Olivier meinte, er hätte Martin in dieser Nacht überhaupt nicht gesehen. Ein toller Freund, was? Aber wären sie nicht solche Amateure, dann hätte sich der Konstable auch nicht auf diesen Handel mit Hauptmann Taya eingelassen. Okay, da müssen wir gucken. Der hat einen Freund namens Olivier. Oh mon Dieu. Da ist er ja, der Olivier. Ich habe euch da drüben am Pranger gesehen, wie ihr mit Martin geredet habt. Denkt dieser Narr immer noch, ich werde ihn retten? Er ist wie ein hilfloses Kind. Ich habe ihm gesagt, er soll diese schicken Stiefel nicht tragen. Es ist nicht meine Schuld, dass er nicht hören wollte. Da wart ihr also auch an dem Diebstahl beteiligt? Ja, na und? Ich war nicht dumm genug, um irgendwelche Spuren für den Konstabler zu hinterlassen. Also bin ich fein raus. Und erwartet bitte nicht von mir, dass ich meinen Hals riskiere, um den von Martin zu retten. Soweit ich das sehe, ist er am Pranger besser dran. Ja, Alter, sollte Martin bestraft werden, sorge ich dafür, dass ihr euch ihm stellt. Wartet, nein, bitte, bitte tut das nicht. Ich würde am Pranger wahnsinnig. Hört mal, ich weiß ohnehin nicht, wie ich das Diebesgut verhehlen soll. Wie wär's damit? Ich lege es einfach morgen früh vor die Tür des Konstablers. Damit wäre Martins Unschuld bewiesen. Reicht das? In Ordnung, das reicht. Ja, ich weiß, da stand gesellt. Aber stellt klang cooler. Ne, ist noch nicht. Wo ist denn die Mutter von denen? Sprech mit Martins Mutter, sprech mit Martins Schwester, sprech mit Martins Großonkel, Großneffen, Tante, Schwippschwager. Da oben. Da unten? Ah, eine Abenteurerin. Es ist immer so inspirierend, jemanden wie euch in der Stadt zu haben. Ich hatte gehofft, dass mein Sohn Martin so einen aufregenden Beruf ergreifen würde. Aber ich denke langsam, dass es einfach nicht in dem armen Jungen steckt. Wegen ihm bin ich krank vor Sorge, wisst ihr? Ich glaube, ihr werdet ohne ihn völlig aufgeschmissen. Nein, ich befürchte, es ist genau umgekehrt. Er hatte nie ein gutes Vorbild, wisst ihr? Sein geliebter Vater war der treueste General von König Ranser. Er starb droben am Verräterfels. Man sagt, dass er einen ehrlosen Tod fand. Es ist eine Schande, dass wir die Wahrheit nie erfahren werden. Ich habe gerade verstanden, er starb an Drogen am Verräterfels. Ich kenne die Wahrheit. General Dathieu starb bei dem Versuch, das Richtige zu tun. Ist das so? Seid ihr euch da sicher? Nö. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ihr damit mein Herz wärmt.
Ich wusste immer, dass er einen ehrenhaften Tod gestorben ist. Martin hingegen hat sich immer nur geschämt. Ihr solltet losgehen und es ihm erzählen. Er muss die Wahrheit über seinen Vater erfahren. Glaubt ihr, das würde für Martin etwas ändern, wenn er das wüsste? Ja, das tue ich. Martin hat sich immer nur geschämt. Er ist vor jeder Gelegenheit zurückgeschreckt, etwas aus sich zu machen, weil er Angst davor hatte, am Ende genauso zu scheitern wie sein Vater. Wenn er wüsste, dass sein Vater einen ehrenhaften Tod gestorben ist, würde ihm das meiner Meinung nach viel Mut schenken. Wisst ihr, ich muss jetzt lachen, weil mein Arbeitskollege heißt Martin. Dann findet ihr also, Martin sollte sich bei der Schornhelmwache verpflichten. Wenn er sich nur bei der Wache verpflichten würde, um keinen Ärger mehr zu bekommen, dann wäre das aus meiner Sicht der falsche Grund. Wenn jemand Martin erzählen könnte, dass sein Vater als Held gestorben ist, das könnte ihn dazu bewegen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und ein ehrbarer Krieger zu werden. Ich will ihm das lieber nicht erzählen. Affrensheim. Willkommen Affrensheim. Im Gasthaus zur Dämmerung. Nicht direkt ein luxuriöser Schoß, aber wir wollen es unseren Gästen bequem machen. Ein Zimmer ist billig und wenn ihr genauso pleite seid wie ich, dann kommt es nur darauf an. Ist es schwer, ohne die Hilfe eures Bruders zurechtzukommen? Was? Meint ihr, weil Martin an den Pranger gestellt wurde? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es ohne seine Hilfe schwerer ist. Wartet. Hat Martin irgendetwas zu euch gesagt? Ich würde darüber lieber nicht reden. Die finanzielle Lage unserer Familie geht wirklich niemanden außer uns etwas an. Ich frag nur nach, weil ich Martin helfen möchte. Wirklich? Nun, die Wahrheit sieht so aus, dass Martin immer nur eine Belastung für unsere Familie war. All seine großen Ideen fruchten nie so richtig. Ich würde es ihm ja nicht verraten, aber das Beste, was er tun könnte, wäre sich zu verpflichten. Wir könnten jetzt wirklich ein weiteres stetes Einkommen gebrauchen. Oh, Martin. Oh. Ich glaube, wir werden dich... Wir machen noch ordentlich Soldaten aus dir. Du kriegst ein Kettenhemd und ein Schild und Schwert. Sie werden mich freilassen, nicht wahr? Hat Olivier wirklich nichts gesagt? Das wird er. Ich weiß, dass er das wird. Ich glaube ernsthaft, dass ihr euch verpflichten solltet, Martin. Warum? Olivier wird nicht für mich aussagen, oder? Dieses heimtückische Arschloch! Ich kann mich aber nicht verpflichten. Ich kann es einfach nicht. Ich bin nun einmal nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt, um Soldat zu werden. Und meine Mutter und meine Schwester brauchen mich hier. Kurze Unterbrechung. So, die Unterbrechung ist vorbei. Niemand wird für euch aussagen, aber ich habe etwas eingefädelt, um euch zu entlasten. Ich hätte wissen müssen, dass ich Olivier nicht trauen kann. Wenn ihr meinetwegen so viel auf euch genommen habt, werdet ihr mir wohl gleich sagen, dass ich es euch schuldig bin, mich zu verpflichten. Na schön. Ich mache zwar keine Freudensprünge und ich weiß nicht, ob ich einen guten Soldaten abgebe, aber ich werde mich verpflichten. Yeah, cool. Jetzt können wir sagen, hey, wir haben alles geschafft. Aber ihr habt bestimmt eure Pflicht getan. Ich weiß eure Bemühungen wirklich zu schätzen, aber ich wusste, dass es nicht funktionieren würde. Einige Leute haben einfach keinen Sinn für Pflicht und ich schätze, Martin fällt in diese Kategorie. Okay. Aber ihr habt bestimmt eure Pflicht getan. Ich weiß eure Mühungen wirklich zu schätzen, aber ich wusste, dass es nicht funktionieren würde. Ich habe ein Problem mit dem Satz. Ihr auch? Hä? Die steht hier in der Nähe, die hat das mitgehört. Der NPC macht keinen Sinn. Ich habe Martin tatsächlich überzeugen können, ihn zu verpflichten. Wirklich? Hervorragend. Ich weiß nicht, was ihr ihm gesagt habt. Und das schert mich auch nicht. Es ist meine Pflicht, neue Rekruten zu finden. Und ihr helft mir dabei, dies umzusetzen. Vielen Dank.
Ich sorge dafür, dass der Hilfskonstabler ihn freilässt. Und dann bringen wir ihn in Windeseile in Form. Ihr habt wirklich ein Händchen dafür. Während ich für Martins Freilassung sorge, frage ich mich, wärt ihr dazu bereit, es bei einem weiteren dickköpfigen Kandidaten zu versuchen? Ihr Name ist Sugar. Sie hat eine große Klappe, aber sie würde einen guten Soldaten abgeben. Warum will sich Sugar nicht verpflichten? Sie würde es nie zugeben, aber ich glaube, sie ist eine Art Banditin. Deshalb hält sie nicht viel von der Schornhelmwache. Sie hat mich sogar richtig beschimpft und ich konnte mich nicht zurückhalten. Aber ihr wirkt mir geduldiger, als ich es bin. Seid ihr sicher, dass ihr eine Banditin rekrutieren wollt? Wenn es nach mir ginge, dann nicht. Aber unsere Zahl ist so stark geschrumpft, dass wir nicht wählerisch sein können. Außerdem setze ich lieber das Leben einer Banditin aufs Spiel, als das irgendeines Mädchens, das noch nie ein Schwert geschwungen hat. Falls ihr bereit seid, mit Sugar zu sprechen, dann findet ihr sie drüben bei der Eisenhütte. Ich will mit Sugar sprechen. Drüben bei der Eisenhütte. Die Banditin. Okay. Verdammter Müll. Mehr ist das nicht. Es sollen alle wissen, dass Jerins Eisenhütte nichts als Mist verkauft. Sie nennen es Schwerter, aber sie könnten nicht einmal dann eine Klinge schleifen, wenn ihr Leben davon abhängen würde. Selbst die Schornhelmwache hat besseren Stahl als das. Ich habe gehört, dass die Schornhelmwache hätte einige der besten Waffen in ganz Kluftspitze. Oh nein, nicht noch eine. Was braucht es, um Anwerber zu werden? Die Unfähigkeit, gesprochene Sprache zu verstehen? Wenn ich es euch aufschreiben soll, dann kann ich es euch auch in den Arsch ritzen. Ich habe es der alten Sau von Taya schon gesagt. Ehrfressig Kuhmist, als dass ich der Wache beitrete. Ich habe es der alten Sau schon gesagt. Alter, das ist grenzwertig. Was habt ihr gegen die Schornhelmwache? Ein Haufen von Elfenkuschlern, die durch Kluftspitze hetzen und Arschtritte kassieren. Diejenigen, mit denen ich mich so abgebe, fressen die Mitglieder der Schornhelmwache zum Frühstück. Ihr seht mir aber zäher aus als die übliche Wache. Aber ich schätze, mein Freund würde auch mit euch den Boden wischen. Nur diese Fässer halte ich. Wollt ihr darauf wetten, wie lange ihr gegen ihn durchhaltet? Oder darauf, dass ihr gleich bei seinem Anblick den Schwanz einzieht. Nein, es könnte aber lustig werden. Besiegt meinen Freund und ich verpflichte mich. Wenn er euch besiegt, tja, dann nimmt er sich einfach eure Ausrüstung und lässt euren Kadaver auf der Straße liegen. Und sonst sind wir im Geschäft. Wo kann ich euren Freund finden? Nehmt einfach die Straße, die nach Süden aus der Siedlung führt. Dort betreiben wir unsere Geschäfte. Kümmert euch nicht darum, Govelet zu finden. Er wird euch finden. Und erwartet keine formelle Herausforderung. Seid einfach bereit zu kämpfen. Ich werde dort sein, falls ihr euch doch entscheidet, ein zu großer Feigling zu sein. Okay, ich sag 15 Sekunden, ist er tot. Okay, die Straße. Ich sag 15, so sagen wir 16. Ich gebe ihm noch eine extra Sekunde. 16 Sekunden, dann stirbt er. Das müsste ein Boss sein. Wenn er eine Boss-Lebensleiste hat, dann überlebt er meinen Angriff keine 16 Sekunden. Keine 17. Banditen! Umgehen! 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Sekunden. Sorry doch, der hält keine 17 Sekunden durch. Mit den Gegnern sogar wirklich 16 Sekunden. Weicheier. Die könnten doch nicht mal mit einem Kampfmagier aufnehmen. Die Schornhelmwache ist wirklich am Arsch. Wie böse. Ist das ein Stück von Govelets Gehirn auf eurem Stiefel? Was seid ihr? So eine Art Monster? Nur ein Witz, selbstverständlich. Ihr habt ihn geschlagen, ja? Ich bin beeindruckt. Oh, ihr seid nicht zornig darüber, dass ich euren Freund getötet habe? Nö.
Das hat dieser Bastard verdient. Dafür, dass er hinter meinem Rücken mit dieser kleinen Schlampe von Bosma herummacht. Ich habe mich schon selbst um sie gekümmert. Nein, ich hege keinerlei Groll. Ich würde sogar sagen, das war die reibungsloseste Trennung aller Zeiten. Ach, das war eine Scheidung. Ah, okay. Also ihr werdet euren Teil der Abmachung einhalten und euch der Schornheimwache verpflichten? Ich denke schon. Govelet ist tot. Und ehrlich gesagt hatte ich es ziemlich satt, hier neben der Straße zu hocken und die Leute wegen ein paar armseliger Münzen auszuquetschen. Ich versuche es mal mit der Wache. Ihr könnt Hauptmann Taya ausrichten, dass ich bald bei ihr vorbeischaue. Alles klar. Cool. Läuft mit der Wache, würde ich sagen. Naja, der Versuch war es wert. Ich weiß, dass Shuga eine Spekulation war, mit so einer Einstellung und allem. Ich wäre wahrscheinlich gezwungen gewesen, sie jeden zweiten Tag zu schlagen, nur um sie im Zaum zu halten. Vielleicht ist es besser, dass sie sich nicht zu einer Verpflichtung entschieden hat. Ich habe Shuga tatsächlich davon überzeugt, sich zu verpflichten. Wirklich? Da soll doch glatt ein Argonia-Tantchen zu mir sagen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr das hinbekommt. Ihr habt eure Berufung verfehlt, meine Freundin. Ihr hättet Anwerberin werden sollen. Ihr scheint an niemandem zu scheitern. Während wir warten, dass Shuga uns mit ihrer Anwesenheit beehrt, wie wäre es, wenn ihr mir beim jämmerlichsten Kandidaten der Truppe helft? Wenn ihr diesen jungen Mann rekrutieren könnt, fresse ich meinen Dolch. Was macht diesen Rekruten so kompliziert? Julien Ressil, so lautet sein Name. Er scheint mir ein kluger junger Mann zu sein und er hat sogar schon eine Grundausbildung. Das Problem ist, dass Julien lieber den Mädchen nachläuft, als nach Ruhm zu streben. Manch einer würde sogar sagen, er wäre ein armseliges Würstchen. Aber er ist ein möglicher Anwärter. Das ist ja ein schlaues Würstchen, würde ich sagen. Habt ihr eine Ahnung, wie ich an ihn herantreten soll? Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, ihm beizubringen, dass keine Frau einem Mann mit ein paar Narben widerstehen kann. Doch das schien ihn nicht umzustimmen. Leider habe ich danach die Geduld mit ihm verloren. Und jetzt lässt er sich nicht mehr bei mir blicken. Wenn ihn aber jemand überzeugen kann, dann seid ihr es. Ja, ich werde mal versuchen, mit ihm zu sprechen. Okay. Und da ist er ja schon. Er hat zugehört. Hey, du. Ich habe euch beobachtet. Ihr geht durch die Stadt und bereinigt das Durcheinander, das diese garstige Soldatin hinterlassen hat, indem sie alle beleidigte. Ihr müsst eine goldene Zunge haben, wenn sich die Leute danach verpflichten. Aber ihr werdet mich nicht überzeugen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Nicht jetzt. Warum könnt ihr die Stadt nicht verlassen? Weil ich es fast geschafft habe. Ich mache Gündelin schon seit 3 Jahren den Hof. Und ich spüre, dass ich endlich kurz davor bin, ihr Herz zu gewinnen. Wenn ich jetzt die Stadt verlasse, hat sie wahrscheinlich schon wen anders geheiratet, bis ich wieder zurück bin. Und damit könnte ich nicht leben. Was wäre, wenn sie versprechen würde, euch zu heiraten? Das würde alles perfekt machen. Wenn ich um ihre Liebe wüsste, könnte ich mich verpflichten und mit der Kraft von 10 Soldaten kämpfen. Aber das wird nicht passieren. Es braucht etwas ganz Besonderes, um ihr Herz zu gewinnen. Und ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Vielleicht könnte ich mit ihr sprechen, um es herauszufinden. Viel Glück dabei. Ich versuche schon seit Jahren, schlau aus ihr zu werden. Ich glaube, womöglich spielt sie nur einfach gern mit meinen Gefühlen. Aber falls ihr mir helfen könnt, ihr Herz zu gewinnen, verpflichte ich mich. Ich würde wirklich alles dafür tun, was auch immer ihr wollt. Oh. Jetzt muss ich auch noch den machen. Versteht mich nicht falsch, ihr seid sehr attraktiv und ich bin sicher, ihr seid sehr nett, aber ich bin da eher altmodisch eingestellt. Ich habe schon meine liebe Not mit diesem armseligen jungen Mann, den ihr sicher schon draußen herumstehen saht. Ihr mögt Julien nicht? Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mögen würde. Er ist mutig, freundlich und nicht hässlich. Er ist vollkommen annehmbar. Er ist nur nicht sehr aufregend. Ich weiß nicht, ob ich ihn liebe. Ich bin mir ja nicht mal sicher, ob er mich liebt. Ich sage es ihm andauernd. Das ist nur so eine kindische Schwärmerei. Das klingt sehr kompliziert. Was müsst ihr tun, um euer Herz für sich zu gewinnen? Ich weiß es nicht. Ich will dieses Gefühl wie in den Büchern. Ich will, dass mir die Wangen glühen und mein Herz schneller schlägt.
Ich will Schmetterlinge im Bauch und unsicher sein, ob ich lachen oder weinen soll. Julien langweilt mich einfach. Irgendjemand in dieser Siedlung muss doch romantischer sein. Oh. Also, so einer ist schon. Also, warum kauft er nicht ein paar Kerzen? Oder Blumenstrauß würde es ja auch schon tun. Würde ich zumindest so denken. Fragt die Einheimischen. Nicht jetzt, meine Freundin, bitte nicht jetzt. Wir haben so viel Arbeit und ich weiß nicht, wie wir sie erledigen sollen. Ja, hier, ich kann ja auch gleich einmal hier. Was soll ich mir über was könnt ihr mir über Gwendolyn Assange verraten? Ach du Scheiße, was sind das für Name? Meint ihr diese hochnäsige junge Frau von gegenüber? Ich weiß, dass sie Bula schon seit Monaten abweist. Ich glaube, sie will einen mit überbordenden Schatz tun. Einen, der ihr schicken Schmuck und so kaufen kann. Mich? Ich denke nicht, dass sie es wert ist. Der denkt, dass sie Schmuck will und ist hochnäsig. Hier bekommt ihr nur die vorzüglichsten Waren. Ich glaube, das ist eher ein Missverständnis. Wenn dieser Hauptmann Taya noch einmal hierher kommt, wird es Verletzte geben. Dieser Swipe hat mich einen Feigling genannt, weil ich lieber arbeite, als der Schornhelmwache beizutreten. Pflichtgefühl? Das ist ein Haufen Guardung. Was könnt ihr mir über Gwendolyn Assange verraten? Nicht viel. Sie ist ein hübsches Mädchen, aber ich denke, es ist ihr zu Kopf gestiegen. Sie hat aber ein Herz. Sie ist immer im Gasthaus, wenn ein Musikant vor Ort ist. Ich denke, ihr gefällt Poesie. Gut, sie mag es, wenn jemand reimt und sie mag Schmuck. Dann machen wir auch... Geht immer... Dann machen wir jetzt einen Gangster-Rapper, würde ich sagen. Gehst immer schlafen, wenn es spannend wird. Der Konstabler und ich nehmen Wetten an, wie lange es dauert, bis Martin einen Offizier verärgert und wieder hier am Pranger endet. Ich wünsche ihm wirklich das Beste, aber mein Geld ist auf 2 Wochen gesetzt. Was könnt ihr mir über Gwendolyn erzählen? Warum? Wollt ihr meiner Schwester auch den Hof machen? Buhler stehen seit Monaten bei ihr Schlange. Dieser Julien ist der schlimmste von ihnen. Mir wäre es beinahe gleich, wen sie heiratet, solange es bloß nicht der ist. Einen Augenblick. Ihr fragt doch nicht etwa für Julien, oder? Ehrlich gesagt schon. Ich versuche, Julien zu helfen. Oh, gut. In dem Fall, ich weiß. Sagt Julien, er soll ihr ein paar Blumen schenken. Sie liebt Blumen. Wenn er irgendwie das Herz meiner Schwester gewinnen kann, dann mit einem schönen Strauß duftender Blumen. Ja. Blumen pflücken. Okay. Folge ist leider vorbei.